Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. Wir haben immer noch am Mann zu tun. In der letzten Folge sind wir ein kleines bisschen aus der Zeit gelaufen und die Dinge, die wir da machen wollten, haben wir noch nicht erledigt. Deswegen möchte ich die in dieser Folge machen. Wir sollen noch einmal auf dem Mann landen und eine Flagge dort lassen. Wir sollen auch Science Data from Surface of the Mann mitbringen oder übertragen. Und wir haben ja noch Gwenlove auf der Mann Station. Die soll ja noch zurück nach Kerbin gebracht werden. Dafür haben wir die neue Mann Ferry gebaut in der letzten Folge. Die ist ja auch da. Und wir haben auch den Lander schon abgegradet. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt einsteigen in die Landung auf dem Mann. Ich schaue nur kurz, was wir hier noch an Verträgen haben. En-ROUTE from Orbital of Minmus. Das ist bestimmt interessant. Mit 2 Sternen ist das bestimmt ein Low-Minmus-Orbit, der genau äquatorial liegt. Da wollen wir unsere Station ja auch hinbringen. Deswegen würde ich sagen, den kassieren wir auf jeden Fall. An der Mann Station geht es jetzt erstmal darum, dass wir unseren Lander für die Landung vorbereiten. Wir müssen ihn noch betanken. Diesmal reicht es uns, wenn wir diesen FLT-100-Tank komplett voll machen. Denn wir hatten ja schon festgestellt, 4 von den Oscar-Bs sind eh noch ganz voll, weil wir die bei unserer Rettungsmission aus dem Äquatorialorbit einfach vergessen hatten zu öffnen. Da sieht man das auch. Und die anderen Oscar-Bs sind jeweils noch irgendwie zu einem Viertel voll. Das ist auch zu viel. Deswegen mache ich im Prinzip die untersten Oscar-Bs einmal komplett leer. Dann haben wir genug Treibstoff für Landung und Rückkehr zur Mann Station. Als nächstes müssen wir uns dann ein neues Biom suchen, in dem wir noch nicht gelandet sind. Ich denke, dass wir hier oben eine gute Chance haben bei, das dürfte Highland Craters sein, ganz oben am Nordpol, diese mittelgroßen Krater. Und dann werden wir das mal anpeilen. Damit wir unsere Wissenschaftsexperimente zweimal ausführen können, sollten wir auch einen Wissenschaftskörbel reinsetzen. Welchen ist hier bei mir egal? Die haben beide schon Plant Flag on the Mann. Und insofern nehme ich jetzt einfach Ripski, setze den in die Landerkern. Und dann sind wir hier auch bereit zum Abdocken. Ich komme hier auf 1645 Meter pro Sekunde nach dem Abdocken und wie erwartet, das reicht mir für Landung und Rückkehr zur Mann Station. Das ist ja schade, dass das fast ein bisschen Routine ist hier für unsere Mannlandung. Die Amerikaner haben das ein bisschen mehr ausgeschlachtet damals. Aber wir gehen jetzt runter in diese Highland Crater und tun, was wir immer tun. Allerdings genieß mal trotz der Routine diesen wunderbaren, erhabenen Anblick hier in den Highland Craters runterzugehen, da hinten mit diesem Kraterrand, der so steil aufragt, hier mit den kleinen Kratern dazwischen. Das ist ja schon eine ganz nette Landschaft. Nach der Landung klappen wir unsere Leiter aus und dann ziehen wir einmal einen Crew Report, den wir direkt nach Kerbin übertragen. Das erledigt unseren ersten Auftrag, Science Data from Surface of the Mann. Dann führen wir alle wissenschaftlichen Experimente einmal aus, insbesondere unser Seismic Scan. Der interessiert uns hier, der gibt nämlich wieder richtig viele Daten. Ich nehme nochmal einen EVA Report mit und sammle die ganzen Daten aus den Experimenten einmal ein. Dann setzt Ripski wieder den Fuß auf den Mann und nimmt auch wieder ein Surface-Sample. Beim Platzieren der Flagge fällt mir auf, ich habe ganz vergessen nachzuschauen, die wievielte Mannlandung das hier eigentlich ist. Also muss ich einmal nachzählen. Mann 05 ist es. Ich baue die Flagge wieder ab und stell sie neu auf, beschrifte die Plakette ordentlich. Vielleicht habt ihr es gesehen, Plant Flag on the Mann war erfüllt schon beim ersten Setzen der Flagge. Das geht auch nicht wieder weg, wenn man die Flagge wieder einsammelt. Also keine Angst da. Man kann die Flagge jederzeit wieder einsammeln. Wenn ein Auftrag einmal erfüllt ist, dann ist er erfüllt. Dann führen wir alle wissenschaftlichen Experimente noch einmal aus, damit wir einen zweiten Satz Daten haben. Den ersten bringen wir ja komplett zurück nach Kerbin und den zweiten Satz erforschen wir im Labor. Und dann sind wir auch schon wieder unterwegs in Richtung Mann Station. Aufpassen, dass wir die Kraterrand nicht rammen und ansonsten zirkularisieren wir an der Apoapsis, ganz normal, setzen die Mann Station als unser Ziel.
Wir bleiben auf einem niedrigeren Orbit, damit wir aufholen können auf die Mann Station. Ich setze auch wieder einen Annäherungsalarm in Kerbal Alarm Clock, damit ich den Moment nicht verpasse, wo ich meine Apoapsis erhöhen muss. Denn so erzeuge ich ja die Rendezvous-Punkte mit der Kerbin Station und ich erwische sogar einen am Nordpol mit 0,1 Kilometer Annäherung. Und dann sind wir auch schon da und fliegen unser Docking. Wir liegen am Ende rechts unterhalb von unserem Dockingport. Wir docken wieder an den oberen nördlichen Port an unserem zweiten Docking Node an hier. J und K bewegen uns dann nach links oben und H darauf zu. Am Ende können wir das RCS abschalten, dann gibt es da kein unnötiges Geruckel und dann dockt unser Schiff ganz von alleine. So, das ist doch super. Dann haben wir die zwei Mann-Aufträge erfüllt, müssen nur noch Gwendolf nach Kerbin zurückbringen. Vorher lassen wir aber Ripski hier aussteigen aus der Lendercan und dann nimmt er alle dort gespeicherten Experimente, Wissenschaftsberichte einmal an sich und bringt die hier in die Mann-Ferry zu Gwendolf. Dann kann Gwendolf die nämlich mitnehmen auf den Rückweg nach Kerbin. Und jetzt haben wir hier oben im Lander ja noch die anderen Wissenschaftsdaten gespeichert in den Experimenten. Das heißt, Ripski kehrt hier einmal zurück, klappt mal die Leiter aus, dann kommt er besser dran und er nimmt dann alle Daten aus den anderen Experimenten. Und bringt diesen Satz Wissenschaftsdaten dann direkt runter in das Mobile Processing Lab, da wo er ja sowieso arbeiten muss. Steigt ein und nimmt alle Wissenschaftsberichte mit, das sieht man hier gut. Dann schauen wir einmal, wir haben 716 Daten noch in der Science Queue drin. Das gibt uns ein bisschen Platz. Wir schauen mal durch die Berichte durch, was da reinpasst. Da geht einer, so halten wir immer unsere Science Queue in der Nähe des Maximums und produzieren eben hier auch die meistmögliche Anzahl Wissenschaftspunkte pro Tag. Bevor wir jetzt aber mit unserer Mann-Ferry losfliegen und haben da noch zwei leere Plätze drin, schauen wir einmal in der Mission Control vorbei, ob es vielleicht noch Rettungsaufträge am Mann gibt. Erstmal gibt es hier oben Svetlana vom Low Kerbin Orbit, das nehmen wir sowieso an, wir sammeln ja immer fleißig Kerbals. Und dann gibt es hier unten Rescue Mooney, wie auch immer sich das spricht und wer auch immer sich solche Namen ausdenkt. Das ist ein Drei-Sterne-Auftrag, das scheint also ein etwas komplexerer Orbit zu sein. Bringt aber richtig viel Geld und wenn wir jetzt einmal die Mann-Ferry da oben haben, dann sollten wir Mooney auch versuchen zu retten. Ich nehme den Auftrag an und wir gucken mal in der Tracking Station nach. Wow, hier sind die ganzen Flaggen noch eingeblendet. Die blende ich natürlich mal eben aus. Da ist Moonies Capsule. Ja, das ist Muni. Okay. Ja, der ist schön geneigt, der Orbit. Ist gegen den Uhrzeigersinn. Genauso wie einst Gwenlove. Die Bahnwinkelkorrektur ist deswegen natürlich ein bisschen anders zu machen, aber ich sehe, der Schnittpunkt liegt ziemlich genau an unserer Flugbahn gerade. Das heißt, da sollten wir uns dann jetzt auch beeilen und Muni eben retten. Wie das ganz genau im Einzelnen funktioniert mit so einer Rettung aus einem stark verschobenen Orbit mit großer Bahnwinkelkorrektur, das habe ich ja in Folge 31 am Beispiel von Gwenlove erst gezeigt. Deswegen zeige ich das jetzt hier auch gar nicht mehr in allen Details. Wir sehen nur noch, wie der Lander zurückkehrt an die Mann Station mit Muni an Bord. Und das soll dann auch hier genügen. Wie gesagt, Hinweis auf die Folge 31. Wir transferieren Muni dann in die Mann-Ferry, sofern uns das hier gelingt. Und machen noch kurz ein Level Up auf alle Kerbals an Bord. Und dann schaue ich einmal nach unserem Startfenster. Das sieht gerade gar nicht so günstig aus, denn wir könnten ja eigentlich erst dann starten, wenn unser polarer Orbit in die gleiche Richtung verläuft wie die Umlaufbahn des Mann rund um Kerbin. Und da haben wir jetzt 1,5 Tage Zeit. Das heißt, wir gucken jetzt mal erst auf die anderen laufenden Missionen. Wir haben ja noch drei Teile einer großen Minmus-Orbitalstation unterwegs zur Minmus. Die drei Teile sind die Minmus Station, die haben wir in Folge 31 gestartet, der Minmus Station Core und der Minmus Lander 2, die haben wir in Folge 32 hinterhergeschickt.
Dieser Minmus Station hier, die erfüllt uns auch einen Auftrag. Wir hatten nämlich diesen Auftrag angenommen, a New Orbital Station around Minmus. Und ihr seht das schon, wir haben alles voller grüner Haken, bis auf Put Your Station in Orbit of Minmus. Jetzt ist aber bei der Mid-Course Correction-Zündung etwas passiert, was ich so eigentlich gar nicht beabsichtigt hatte. Man hat jetzt keine große Auswirkung, aber ihr seht das hier. Der zuerst gestartete Teil dieser Minmus Station ist in einen ziemlich hohen Minmus-Orbit gekommen bei der Korrekturzündung. Und das heißt, wir sind mit der Minmus Station, die zuerst gestartet ist, jetzt überholt worden vom Minmus Station Core, der also jetzt zuerst am Minmus eintreffen wird. Wie gesagt, das macht nichts. Wir wollen die beiden ja eh miteinander docken und auch dafür haben wir ja noch einen Auftrag, nämlich Rendezvous und Docking von zwei Schiffen am Minmus. Das werden wir dann bei der Gelegenheit natürlich auch erledigen. Aber interessant, nochmal darauf zu achten, bei diesen Mid-Course-Correction-Zündungen, wie sich der Orbit jetzt tatsächlich hier entwickelt. Ich switche also rüber zum Minmus Station Core, weil, wie gesagt, der ist als erstes da. Und dieser Minmus Station Core hat keine Besatzung, ist also auf seinen Probe Core angewiesen, auf den Probe Core in der Transfer Stage, um zu manövrieren. Und das müssen wir jetzt beim Eintritt beachten. Ich setze mal den Fokus hier auf Minmus, dann können wir sehen, was passiert. Wir haben hier eine Flugbahn, die eine Periapsis hat, eine nächste Annäherung hier vorne am Minmus. Und dies außerdem gegenüber dem Äquator stark geneigt. Wir können den Äquator sehr gut erkennen, weil wir diesen Rettungsauftrag für EnRoad angenommen haben. Das ist ein von KSB generierter Rettungsauftrag und da können wir uns zu 100% darauf verlassen, dass der bombensicher auf dem Äquator liegt. Und deswegen können wir uns an dem auch ganz gut orientieren. Es ist also gut gewesen, dass wir diesen Rettungsauftrag bekommen haben. Dann können wir zumindest unsere Station hier sehr genau in einen Minmus-Orbit bringen. Jetzt sehen wir schon, unsere Periapsis liegt hier oben schon deutlich über dem Äquator. Das heißt, als allererstes sollten wir dieses Manöver mal in eine Ebene mit dem Äquator bewegen, damit wir eine entsprechende Anpassung machen können. Das sieht ganz gut aus. Und dann werden wir die eigentliche Annäherung an unseren Orbit in mehreren Teilen fliegen müssen. Denn wenn wir jetzt hier zirkularisieren, dann würden wir eine Periapsis kriegen, die liegt hier und die liegt damit im Funkschatten, also auf der Rückseite des Minmus. Da können wir aber nicht manövrieren, weil wir, wie gesagt, nur eine Probe Core haben und keinen Piloten. Das heißt, wir müssen eigentlich hier erstmal einen Capture mit einer hohen Apoapsis ausführen, damit wir frei sind und außerhalb von Minmus Funkschatten. Und dann würde ich vorschlagen, dann wird sich unsere Flugbahn ja irgendwie so bewegen, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier ein weiteres Abbremsmanöver fliegen und die Apoapsis dann näher an den Minmus heranziehen, sodass wir hier auch eine direkte Sichtlinie zu Kerbin haben und manövrieren können, um dann den Orbit zu perfektionieren. Ich ziehe also hier mal Retrograde für den Capture, dass wir von Minmus-Schwerkraft eingefangen werden. Und wie gesagt, wir wollen das mit einer hohen Apoapsis machen. Das kommt jetzt im Moment, wie gesagt, noch nicht so genau drauf an. Ich selektiere auch mal EnRoads Schiff hier als Ziel. Dann sehen wir auch, wo unser Ascending Node genau liegt. Da hinten haben wir ein Descending, hier haben wir ein Ascending. So, und jetzt machen wir noch die dazugehörige Bahnwinkelkorrektur im gleichen Manöverknoten, sodass wir dann in eine Ebene mit dem Äquator kommen. So, jetzt ist unser Capture wieder weg. Das heißt, wir müssen Retrograde wieder erhöhen. Und das ist so ein bisschen so ein Spielchen hier. Ich würde sagen, wir ziehen mal die Apoapsis weiter runter. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Hier haben wir jetzt einen Descending Node, das heißt, wir müssen wieder zurück. Das ist erstmal gut. Und wie ich gesagt habe, jetzt haben wir hier eine Flugbahn. Wir erreichen schon mal den Orbit mit diesem Station Core und müssen jetzt quasi hier irgendwo, wo die Minmus-Umlaufbahn liegt, dazu müssen wir weiter rauszoomen, sonst sehen wir das nicht. Das ist ziemlich genau bei unserem Descending Node.
Da können wir also hier nochmal ein weiteres Manöver einplanen. Ich glaube, wir haben das noch nicht gemacht. Man kann hier durchaus mehrere Manöver gleichzeitig auf die Flugroute bringen. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier ziehe, dann wird zwar der Orbit kleiner, aber wir kriegen die Apoapsis nicht hier rüber. Ja, das heißt, ich muss jetzt gleichzeitig noch eine Radial-Inzündung machen, um die Apoapsis hier rüber zu bewegen. Dann rutscht sie natürlich wieder nach oben. Aber das passen wir dann jetzt durch eine entsprechende Retrograde-Bewegung an. Ziel für unseren Orbit am Minmus sind so 15 Kilometer. Okay, wollen wir es nicht genauer machen als notwendig. So, und jetzt haben wir zwei Manöverknoten auf unserer Route geplant und wir schauen einmal hier rein. Es gibt, hoppla, es gibt ein Manöver 1 mit einer Gesamtdelta-V von 150,6, bestehend aus zwei Komponenten, nämlich Antinormal und Retrograde. Und dann gibt es ein zweites Manöver mit nochmal knapp 58 Retrograde, um die Apoapsis nach unten zu holen. Und das wollen wir jetzt abfliegen. Da warpen wir uns zu unserem ersten Manöver hin. Ah, jetzt geht hier auch der Körbel, die Körbel-Alarmglocke los. Das hatten wir ja ein bisschen frühzeitiger eingestellt. Jetzt haben wir ja einiges verändert mit unserem Manöverknoten. Richte uns hier auf den blauen Marker aus und gebe mal einen Schub. Dann haben wir auch ein Capture. Ich folge nochmal einmal dem blauen Marker, aber so ganz genau kommt das jetzt hier nicht drauf an. Wir wollen ja nur eine hohe Apoapsis haben. Ich fliege das jetzt hier von Hand weiter. Das hat zur Folge, dass unser zweiter Manöverknoten jetzt nicht mehr so genau passt. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Bahnwinkelabweichung von 0,1 uns eingehandelt. Das wird jetzt wahrscheinlich eher mehr, wenn ich das zweite Manöver fliege. Na, genau, da sind wir schon bei 0,3 Bahnwinkelabweichung. Da müssen wir jetzt hier einmal, das ist ein Ascending Node, einmal Richtung Antinormal. Komischerweise kann ich hier gerade keine Manöverknoten setzen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Dann richte ich uns Antinormal aus, warp uns da manuell hin und gleiche das aus, dass wir wieder auf 0,0 sind. Wir liegen sehr gut mit unserem Orbit. Ascending und Descending Node sind eigentlich genau in der Richtung der Minmus-Umlaufbahn. Das geht hier nicht mit den Manöverknoten. Da muss ich mir mit der Körbel-Alarm-Clock irgendwie einen Alarm hinsetzen, dass wir da nahe an die Periapsis rankommen. Jetzt müssen wir ja nur noch Retrograde zünden, um unsere Apoapsis näher an den Minmus zu holen und unseren Orbit zu zirkularisieren. Das kann ich dann auch von Hand, indem ich auf den Retrograde-Marker ausrichte. Und dann haben wir so zwischen 15 und 16 Kilometer unseren kreisförmigen Orbit etabliert. Dann ist als nächstes unsere Minmus Station dran. Die ist jetzt auch schon beinahe hier am Minmus. Die 2 Stunden Differenz, die haben wir da gut verbraucht. Richten uns einmal Richtung Sonne aus. Hier haben wir Piloten an Bord, Kerbals. Deswegen müssen wir uns hier nicht groß um eine Funkverbindung kümmern. Wir können einfach hier unser Capture-Manöver planen, direkt an der Periapsis. Ihr seht schon, da rotiert auch unsere Intersection. Wir liegen aber mit unserer Periapsis ein bisschen höher als der Orbit des anderen Stationsteils. Deswegen können wir jetzt keine unmittelbare Annäherung und Rendezvous fliegen. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Also wir gucken, dass wir die Intersection hier in der Nähe unseres Manöverknotens haben, auf der hellen Seite vom Minmus. Ich gucke auch, dass wir da die Bahnwinkelabweichung korrigiert kriegen. Da kommt der Körbelalarm. Na, dass wir einen koplanaren Orbit haben, also quasi in der gleichen Ebene liegen wie der andere Stationsteil. Den habe ich ja jetzt hier auch schon als Ziel ausgewählt. Und dann bremsen wir erstmal ab, sodass wir von der Minmus-Schwerkraft eingefangen werden. Rest machen wir wieder manuell, damit wir auf Bahnwinkel 0,0 kommen. Und jetzt ist eigentlich auch schon unser Auftrag erfüllt, denn wir haben ja einen Orbit etabliert um den Minmus.
So, und jetzt versuche ich durch Retrograde-Zünden eben die Intersection so klein wie möglich zu kriegen. Wie gesagt, es geht keine direkte Rendezvous-Begegnung, weil wir mit dem Orbit noch zu hoch liegen. Das sieht man auch. Aber ich bringe die beiden jetzt hier trotzdem so nah wie möglich zusammen, fliege dann rüber auf die andere Seite an die Apoapsis und hole die Periapsis näher ran an den Minmus, sodass wir wieder zwei Intersections haben. Intersect 1, Intersect 2. Und wenn wir jetzt drüben sind auf der anderen Seite, das sind jetzt noch 8,3 Kilometer, also noch einmal rum an die Periapsis. Ihr seht das, jetzt rutscht der Intersect 2 natürlich deutlich vorbei, weil unser Orbit noch viel höher ist. Ich fliege also jetzt nochmal ein Abbremsmanöver mit Retrograde, ziehe die Apoapsis so weit runter, dass unsere Intersection hier so klein ist, so klein wie möglich ist. So, da sind wir bei 0,3 Kilometer. Dann warpen wir uns da in die Nähe und dann machen wir wieder ganz normal unser Rendezvous. Wir sind gar nicht mehr so weit weg, unter 800 Meter, und wir haben auch gar nicht so eine große Geschwindigkeitsdifferenz, 4 Meter pro Sekunde. Ich schub's einmal unseren Retrograde-Marker wieder auf den umgekehrten Zielmarker, so wie wir das immer mal machen, um die Annäherung zu verbessern. Und dann switche ich einmal rüber zu dem anderen Stationsteil. Hier haben wir ja einen Probe Core, der es uns ermöglicht, uns direkt auf Normal auszurichten. Das ist gut. Dann ist der Ziel-Docking-Port nämlich auch genau oben, also im Himmelsnorden. Diesen Stationsteil hier vorne, den müssen wir eben entsprechend noch einmal drehen, weil es ja der untere Docking-Port ist, mit dem wir andocken wollen. Und wir sollten dann, wenn wir den oberen Docking-Port auch als Ziel ausgewählt haben, einmal nach oben Schub geben, damit wir quasi dran vorbeifliegen. Ich klappe auch die Solar Arrays ein, damit wir die nicht beschädigen. Und wenn wir dann direkt über der Station sind, dann stoppen wir alle Bewegungen ab. Jetzt müssen wir noch die Achsen ausrichten. Hier einmal vom Cupola-Modul aus gesehen, wollte ich sagen, nach rechts und nach unten neigen. So sind wir einigermaßen ausgerichtet. Und jetzt machen wir wieder den Trick mit dem Docking-Port, dass wir den als Control from Here auswählen, sodass wir uns dann um irgendwelche Richtungsüberlegungen gar nicht mehr kümmern müssen. Wir können jetzt hier einfach Schub nach vorne geben. Ich habe auch die Kamera darauf ausgerichtet, damit wir sehr gut sehen können, was passiert und unsere Kamera auch richtig positioniert ist. Und jetzt können wir eben einfach ganz normal mit H vorwärts und mit IJKL die Abweichungen in der Höhe und in der Seite korrigieren, und dann klappt das auch mit dem Docking. Jetzt ist auch der zweite Auftrag hier erfüllt. Explore Minmus war ja ein offizieller Rendezvous und Dock von zwei Schiffen im Minmus Orbit. Und das haben wir dann jetzt auch erledigt. Sehr gut. Dann warten wir jetzt nur noch auf den Minmus Lander 2. Ich mache einmal ein Level Up hier auf alle Kerbals, weil die ja zum ersten Mal jetzt im Minmus Orbit sind. Serena, unser Engineer Kerbal, steigt jetzt einmal aus und geht auf EVA Construction Tour. Montiert hier die Solar Arrays unten an den Station Core. Mit ein bisschen Feinjustierung kriegen wir die auch genau mittig ausgerichtet. Dann können wir die auch ausklappen, sodass unsere Station hier gut mit Strom versorgt ist. Serena lassen wir wieder einsteigen. Dann sollten wir noch das Vessel Naming sauber machen. Hier oben dieser Probe Core ist unser Haupt Probe Core. Das wird unsere Minmus Station mit Priorität 20. Das Cupola-Modul setze ich auf Priorität 18 runter, ist auch Minmus Station. Die beiden Transfer Stages, die werden jetzt Minmus Transport 1 und Minmus Transport 2 als Schiffe. Wenn wir die mal abdocken, dann können wir erkennen, um was es sich hier handelt. Bevor wir die Folge abschließen, machen wir noch ein paar Schlussarbeiten. Zunächst mal haben wir ja gerade den letzten offiziellen Auftrag hier erfüllt. Das heißt, der nächste ist in der Pipeline. Ui, das ist nochmal Minmus. Transfer any crew between vessels near Minmus. Das ist so einfach. 3 Science-Punkte, 57.600, nehmen wir an. Nasal from Orbit of the Moon, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Hört sich gut an, können wir nochmal 120.000 verdienen. Und unsere Moon-Ferry hat ja immer noch einen Platz frei. Würde ich dann auch annehmen. Sonst ist hier, glaube ich, erstmal nichts, was wir machen wollen. Also schauen wir nochmal kurz zu unserem Minmus Lander 2. Der braucht jetzt hier mal wieder ein bisschen Sonne.
damit er gleichmäßig braun wird. Nein, vor allen Dingen befindet der sich in Space High Above Kerbin. Der ist noch 2 Tage und 1 Stunde von seinem Eintritt in den Minmus-Orbit entfernt. Und wir wollen ja unsere neue Minmus-Station ordentlich mit Science-Daten versorgen. Das heißt, ich würde hier einmal den Science-Stack durchlaufen lassen in Space High. Dann haben wir ein bisschen was zu erforschen. Eigentlich haben wir diese Experimente ja auch schon alle durchgeführt in Space High Above Kerbin. Deswegen gibt es eben auch hier unmittelbar keine Science-Punkte zu verdienen, bis auf durch das Magnetometer, das ja ein neues Experiment ist. Aber wir wissen ja auch, wenn wir leere Science-Berichte in ein Mobile Processing Lab packen, dann generieren wir trotzdem neue Science-Punkte. Und wenn da die Queue voll ist, dann ist unsere tägliche Science-Ausbeute auch entsprechend höher. Deswegen nehme ich all diese Berichte hier einmal mit. Und zum Schluss gehen wir noch mal einmal zum Mann rüber und schauen, was wir da für einen Rettungsauftrag angenommen haben. Das ist hier NESEL. Ist wieder ein komplett äquatorialer Orbit. Müssten wir also noch mal diesen Plane Change machen. Wir haben aber auch bald ein Startfenster, sehe ich gerade, für unsere Mann-Ferry. Also in dem Moment, wo die Mann-Umlaufbahn quasi deckungsgleich ist mit unserem polaren Orbit, können wir die Mann-Ferry starten. Ich glaube, da schaffen wir die NESEL-Rettung nicht mehr vorher. Müssen wir uns nochmal überlegen. Überlege ich mir für jetzt, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, klickt doch bitte unten auf den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder kontaktiert mich über Instagram oder Twitter. Fliegt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.